Jetzt erzähle ich euch was zu dem gelben Untersuchungsheft und zu den U-Untersuchungen, die eingetragen werden. Die erste U-Untersuchung, die U1, wird innerhalb der ersten 2 Lebensstunden durchgeführt. Es wird das Gewicht, die Körperlänge und der Kopfumfang gemessen, in der Regel von der Hebamme, und in das gelbe Heft eingetragen. Arzt oder Hebamme dürfen die U1 durchführen. Es werden dann auch noch Reflexe kontrolliert und auch der Apgarwert erhoben. Das sind die Zahlen, die in dem Untersuchungsheft eingetragen werden bei der U1. Es werden bestimmte Kriterien beurteilt am Kind. 5 Stück: die Atmung, die Herzfrequenz, der Muskeltonus, die Hautfarbe und die Reflexe. Und für jeden dieser 5 Punkte, Beurteilungspunkte, kriegt das Kind 2 Punkte. Das heißt, 10 ist die maximale Punktzahl, die das Kind erreichen kann. Er wird kontrolliert nach der ersten Lebensminute, nach der 5. und nach der 10. Lebensminute. Das Kind wird dann auch noch auf Auffälligkeiten untersucht und einfach von außen, von oben bis unten, quasi vom Kopf bis zu den Füßen, komplett einmal durchgecheckt. Auch erhält das Kind bei der U1 Vitamin K, wenn ihr das möchtet. Als Prophylaxe wird es auch bei der U2 und bei der U3 dem Baby gegeben. Es sind Tropfen, die das Kind dann in den Mund bekommt. Und das Vitamin K ist ein Vitamin, was wichtig für die Blutgerinnung ist und noch nicht ausreichend selber gebildet werden kann vom Baby.